Der Witchy Talk am Montag. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Heute geht es um Lehrlingsspuk im Friseursalon. Ja, es gab da mal so eine Geschichte mit einem Friseursalon aus Wien. Ich habe davon schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Es ist ganz interessant. Das ist ein Artikel, ein Zeitungsartikel aus den Nürnberger Nachrichten vom 15.11.1993, erschienen in dem Heftchen für Okkultismus vom Verlag an der Ruhr. Das Ganze möchte ich euch doch mal vorlesen. Zwei junge Mädchen in Klagenfurt der Hexerei verdächtigt. Lehrlingsspuk im Friseursalon. Chefin hat sie in Testurlaub geschickt und droht mit Entlassung. Wien. Übersinnliches in einem österreichischen Friseursalon. Plastikbecher schmelzen, Papier beginnt zu brennen, Elektroleitungen schmoren durch. Weil niemand eine Erklärung im Salon Iris, so heißt der Salon, in Klagenfurt dafür fand, sind zwei Lehrlinge in den Verdacht der Hexerei geraten. Ja, also wir besinnen uns zurück. Wir sprechen hier von Ende 1993. Den beiden 16 und 17 Jahre alten Mädchen droht jetzt die Kündigung. Vorerst wurden Daniela und Astrid von der Chefin in den Testurlaub geschickt, also zwei Mitarbeiterinnen. Die zwei Mädchen, wenn es weiter spukt, kann es nicht an den Mädchen liegen, bleibt es ruhig, sollen sie gehen. In diesem Fall wird wohl das Arbeitsgericht das letzte Wort sprechen, denn im österreichischen Berufsausbildungsgesetz ist Hexerei nicht als Kündigungsgrund vorgesehen. Und ich meine, ich glaube, es war eine Doku darüber, dass es trotzdem weiterging mit dem Spuk, nachdem die zwei Mädchen im Testurlaub waren. Ja? Das jetzt dazu, das sind so Phänomene, so Sachen, die überall immer mal auftauchen. Ja? Davon habt ihr bestimmt auch schon gehört, jetzt nicht genau von dieser Sache, sondern allgemein, ja, dass da einfach irgendwas komisch ist. Dass es da irgendwie spukt, ja. Und es ist einfach interessant, dass hier das als Kündigungsgrund genommen wird, was natürlich nicht geht. Aber ja, wer war dann diese Chefin? Ja? Muss man jetzt mal von der Seite denken. Ist es einfach eine sehr gläubige Frau, hat sie Angst, also gläubig im Sinne von Volksglauben, diese ganzen Sachen, die man so vom Land hat. Ist sie selber damit schon mal negativ in Kontakt gekommen und. Kann man vielleicht jetzt nachforschen, ich weiß es nicht. Aber es war ganz interessant, ja, 93. Wir haben 2021. Ja, ganz interessant. Bis dahin, tschüss.